Hallo und schön, dass du bei mir reinschaust. Heute möchte ich dir diese besondere edle Deko in einem Glas zeigen. Mit einer Zimmerpflanze oder auch eine Pflanze für draußen, das liegt dann ganz bei dir. Mit Ästen, was ganz filigranes, was auch ganz toll zu einer Hochzeit passt, zu einer Kommunion. Und es kostet gar nicht viel, weil vieles hast du bestimmt zu Hause. Das Blümchen kostet gerade mal 1,49 bis 1,98. Den Schmetterling kann man basteln, die Äste hat man zu Hause, eine Vase, die zu Hause vorhanden ist. Man kann es auch gerne, wenn man das nicht so verspielt mag, ohne Schmetterling basteln, gestalten. Und dann würde ich sagen, ich hoffe, es gefällt dir und du möchtest es zusammen mit mir machen. Also fangen wir an. So, nun, was brauchen wir? Wir brauchen erstmal ein Glasgefäß. Was ihr zu Hause habt, rundeckig, hoch oder nicht so hoch, das spielt gar keine Rolle, was ihr einfach habt. Dann eine Pflanze, das ist hier eine Zimmerpflanze. Ihr könnt auch eine für draußen nehmen, was so der Markt im Moment bietet. Ich wollte jetzt gerade gern was in Weiß haben. Das finde ich sehr edel und das gefällt mir. So. Dann ein paar große Blätter. Die sind jetzt hier vom Lorbeer, die passen wirklich ganz gut. Und noch verschiedene Äste von draußen. Das ist jetzt die Korkenzieherhase, von der Magnolie und vom Apfelbaum. Dann brauchen wir noch ein bisschen Kies. Dann nehme ich ganz gern Aquariumkies oder den für den Garten. Den zeige ich euch gerade mal. Der ist ein bisschen vorgewaschen, das habe ich gerade gemacht. Und der kommt als erstes in die Dose rein, also in die Glasvase hinein. Bisschen am Boden, aber vorsichtig. Nicht reinwerfen, dann kann es platzen. So, dann brauchen wir auch noch eine Dose, weil ich da hinein gerne die Pflanze setzen will. Dann machen wir unten ein Loch rein, damit das Gießwasser abläuft. Das ist jetzt einfach eine Maisdose. Wir brauchen noch ein bisschen Wickeldraht, was ihr zu Hause habt. Ist egal, welche Farbe und es ist eigentlich auch egal, welche Stärke. Ich habe jetzt halt hier einen dünnen genommen, weil der lässt sich ganz gut wickeln. So, und dann machen wir erstmal fest und das in die Dose. Wir schlingen ihn einmal rundherum und machen ihn dann fest. So, und dann werden die Blätter einfach rundherum dran gewickelt, so dass man von der Dose nichts mehr sieht. Im Herbst kann man dann da bunte Blätter nehmen. Jetzt sind es halt grüne. Aber das ist ja umsetzbar fürs ganze Jahr. So, und dann umwickeln wir die ganze Dose, machen den Draht dann schön fest, den verschlingen wir dann miteinander. Und was dann übersteht, das schneiden wir noch ein bisschen ab. Die ganze Dose ist jetzt umwickelt, hat die Blätter. Und schneiden wir sie unten ab. Wenn die eintrocknen, gerade der Lorbeer, bleibt auch ganz toll. Das sieht auch so cool aus. So. Jetzt habe ich die Pflanze schon ein bisschen von der Erde befreit. Die ganze brauchen wir nicht. Und die kommt jetzt da hinein. Muss da aufpassen, dass es nicht allzu schmutzig wird, die Blätter. So. So ziemlich tief auch hinein. Und ihr seht, wie toll das so schon aussieht. Das ist auch so schon ein ganz toller Tischschmuck. Einfach nur Blätter drumherum und dann eine Pflanze hinein. Gerade so für eine Kommunion, eine Hochzeit, eine Taufe reicht das vollkommen aus. Das Blümchen kostet gerade mal 1,49 € bis 1,98 €. Und die Dose kostet nicht so ein bisschen Draht und Blätter von draußen. Und das sieht doch wirklich sehr schön aus. So, das Ganze stellen wir jetzt hinein. Vorsichtig mit den Blättern. Und ihr seht, wie toll dass das jetzt schon wirkt. Oder ihr seht nicht, wie ich muss die Kamera anders stellen. So. Allein schon durch das Laub und dann die weißen Blüten und dass das so oben ein bisschen rausguckt. So, jetzt nehmen wir ein bisschen Kies. Das geht am besten. Dann mit dem Löffel einfüllen und die Blätter ein bisschen auf die Seite gehalten, dass wir nochmal unten hier so einen Rand weißen Kies, mag ich halt gern. Könnt auch bunt nehmen, braun. So, rotbraun gibt es auch, das sieht auch toll aus. Oder Granitfarben. So. Und weil wir die Dose ein Loch reingemacht haben, können wir dann ganz prima gießen.
Aber unsere Deko passt dann auch. So. Das Blatt müssen wir noch wegmachen. So. Jetzt kommen wir zu den Ästen. So ein bisschen Deko möchte ich noch dabei haben mit Ästen. Brauchen wieder den Wickeldraht. Bisschen sauber machen. Ich nehme als Unterlage wahnsinnig gern Backpapier, da haftet nichts an. Das wird dann ausgeschüttelt, getrocknet und dann wird es wieder benutzt. So, und jetzt umwickel ich mir meine Äste. Das soll nur so einen Strang hochgeben. So. Den Apfelbaumast, der ist ziemlich fest, den nehme ich als unteres Teil. Und dann arbeite ich mich so hoch, erstmal den Wickeldraht unten festmachen. So, und dann ineinander verschlingen, dass wir wirklich eine schöne Grundlage haben, dass nichts wegrutscht. Dann nehme ich den ersten Ast von der Korkenzieherhase, setze den an und umwickel unten her, dass der ein bisschen fester anliegt an dem Ast vom Apfelbaum. So, festziehen. Das soll wirklich so ein, also ein festes Ensemble geben. So, dann den nächsten Ast auch ziemlich fest dran gewickelt. Unten hier müssen wir dann noch ein bisschen was abschneiden, bevor wir es dann in die Vase stecken. Richtig feste. So, den nächsten Ast muss ich ein bisschen kürzer schneiden, der ist zu lang. Kommt der noch dazu? Das war auch am Anfang die Magnolie und gar nicht der Apfelbaum, der kommt jetzt dran. Und die treiben dann auch noch schön aus. Die werden noch grüner. So, und jetzt der letzte Ast wieder ein Stückchen weiter oben angesetzt und wieder umwickelt. Gehen wir auch noch ein Stück höher, dass das wirklich ein bisschen enger zusammenkommt. Gar nicht so wild, sondern wie so ein Besenwald. So. Ich hoffe, ihr könnt es gut sehen. Das von oben, von unten nach oben richtig doll zusammengewickelt. Jetzt machen wir hier eine Schlaufe, wo mein Finger ist aus der Schlaufe. Und dann kann man es nämlich verdrehen miteinander. Und dann hält das auch. So. Unten her muss ich jetzt die Überstände abschneiden. Sonst kriege ich es nicht ins Glas hinein. Und unser längster Ast, der ist sozusagen der Dorn, wo wir es dann einstecken können. Ich habe aber dazu noch ein bisschen Sisalbast besorgt in Weiß und den lege ich mir jetzt einfach ein und schlinge den noch ein bisschen drumherum. Das bringt so ein bisschen Leichtigkeit rein. Das finde ich immer ganz schön. Und das kostet wirklich kaum etwas. Und man kann es immer wieder benutzen. So habe ich den jetzt so ein bisschen geschmückt. Und dann nehme ich mein Glas. Vorsichtig, das ist ein dünnes Glas. Und dann suche ich hier eine Stelle im Hintergrund. Mache die Blätter ein bisschen auf die Seite und schiebe das in meine Dose hinein. Zeige ich euch gleich. Und so sieht jetzt das ganze Ensemble aus. Wir haben den langen Ast, den wir zusammengewickelt haben. Der zieht das Ganze. Unsere Blume, der weiße Kies, das ergänzt sich unwahrscheinlich schön. So, und wenn wir das Ganze jetzt noch ein bisschen schmücken möchten, gibt es solche Schmetterlinge. Die habe ich euch aber auch schon mal in so einem Tutorial gezeigt. Die werden aus Heißkleber gemacht, mit einer Haarspange hinten beklebt. Und dann kann man die ganz toll einklicksen. Und dann habe ich sehr, die Idee hat dir gefallen. Du schaust auch beim nächsten Mal wieder rein. Mich würde es riesig freuen. Und tschüss.